Vielleicht habt ihr euch schon mal eine Browser-Erweiterung installiert. Da gibt es ja eine Riesenauswahl. Werbeblocker, Übersetzungshilfen, Rechtschreibprüfer. Aber was steckt eigentlich dahinter und ist das Ganze wirklich sicher? Darum geht's heute. Ich bin Jan, euer EW Smartgeber. Auf geht's! Diese Add-ons erweitern euren Browser um bestimmte neue Funktionen. Die gängigen Browser haben sogar eigene Stores, aus denen ihr diese Add-ons ganz bequem installieren könnt. Beim Chrome sieht er zum Beispiel so aus. Da findet ihr dann zum Beispiel auch den Google-Übersetzer. Ihr habt auch die Möglichkeit, diese Add-ons aus inoffiziellen Quellen zu installieren. Bedenkt aber bitte, dass diese Add-ons natürlich die Möglichkeit haben, alle Webseiten, die ihr besucht, zu lesen und zu verändern. Sogar der Google-Übersetzer, der offiziell von Google selbst kommt, kann also eine ganze Menge Dinge über euch erfassen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann erfasst dieses Add-on eben nicht nur alle Webseiten, auf denen ihr seid, sondern auch Nutzeraktivitäten und euren Standort. Deswegen gibt es auch nochmal eine extra Warnung, bevor ihr euch ein Add-on installiert. Und weil viele Menschen leichtfertig auf Installieren klicken, können Cyberkriminelle so natürlich Adware oder Malware auf den Rechner einschleusen. Adware sind Programme, die einfach nur nerven, indem sie zusätzliche Werbung einblenden. Malware ist aber ganz allgemein formuliert Schadsoftware. Ein Beispiel für Malware ist der sogenannte FB-Stealer. Der kommt getarnt als ganz unterschiedliche Add-ons daher, die euch helfen sollen, zum Beispiel Videos runterzuladen oder Dateien zu konvertieren. Ganz praktisch klaut er aber den Zugang zu eurem Facebook-Profil und die Betrüger nutzen den Zugang dann, um eure Freunde anzuschreiben. Sie sagen, ihr hättet angeblich einen Notfall und es muss ganz dringend irgendwohin Geld überwiesen werden. Aber wie könnt ihr euch jetzt schützen? Es gibt zwei ganz wichtige Dinge. Erstens solltet ihr nur Add-ons aus dem offiziellen Store von eurem Browser installieren, denn die Browserhersteller kümmern sich schon darum, dass möglichst keine Malware im Store vorhanden ist. Und zweitens solltet ihr ab und zu mal nachschauen, welche Add-ons wirklich im Browser installiert sind. Geht dafür oben aufs Menü, dann auf die Einstellungen und unten auf die Erweiterungen. Und geht dann mal die installierten Erweiterungen in Ruhe durch. Und wenn da irgendwas ist, was ihr nicht zuordnen könnt oder was ihr nicht mehr braucht, dann schmeißt es einfach raus. Wie sieht's aus? Hattet ihr schon mal Probleme mit diesen Add-ons, zum Beispiel mit diesen echt nervigen Dingern, die Suchmaschinen verstellen? Schreibt uns mal einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.